Isabel hat auch noch einen Klops dabei. Ja, ich habe mitgebracht den Präsident des Thüringer Landtages, Christian Karius, für die, die ihn kennen. Und der Name ist Programm. Bei Karius fault der Zahn, Karius begeht ein Foul an der Demokratie. Und zwar konkret an der grünen Abgeordneten Margarete Henfling, Madeleine Henfling. Die ist nämlich zu einer Abstimmung erschienen und durfte nicht abstimmen, weil sie ihren 6 Wochen alten Sohn mit dabei hatte. In Australien und Island darf man sogar im Parlament stillen. Im Thüringer Landtag hat man erstmal für 45 Minuten die Sitzung unterbrochen, um zu diskutieren. 45 Minuten, das ist länger als manche brauchen, um so ein Kind zu zeugen. Und dann hat man noch eine halbe Stunde für die Sportschau. Und was viele nicht wissen, ist, Abgeordnete in Thüringen, die bekommen zwar 8 Wochen Mutterschutz, aber keine Elternzeit. Und Krippenplätze gibt es natürlich auch nicht. Das hat mich so ein bisschen an ein Kinderlied erinnert. Ach genau, es hat eine CDU-Abgeordnete verzichtet jetzt immer auf ihre Stimme, wenn die Madeleine nicht kann. Und das hat mich an ein Lied erinnert aus DDR-Zeiten. Wenn Mutti früh zur Arbeit will, dann bleibt sie jetzt zu Haus. Im Landtag ohne Krippenplatz, da wirft man sie hinaus. Weil eine von der CDU zum Ausgleich sich enthält, schon hat man gleich auf einen Schlag 2 Frauen ruhig gestellt. Sein Hund darf schließlich auch nicht rein, plärrt wer ins Mikrofon. Ein Kind darf nicht ins Parlament, Idioten leider schon. Danke. Vor einer Woche noch ein Update bekommen, also einmalig in der Geschichte des Klops des Monats, in frisch gepresst. Als Christian Karius von seiner Nominierung erfahren hat, hat er tatsächlich sofort im Thüringer Landtag ein Stillzimmer einrichten lassen und hatte zu Ende Oktober seinen Rücktritt bekannt gegeben. Weil er sich um seine Familie kümmern will. Ja, also ohne Witz, aus familiären Gründen. Und da soll noch mal einer sagen, Kabarett kann nichts bewirken. Dankeschön. Einen Klops.